Moin Moin und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Sie befinden sich im Stadion zusammen mit den Hanse Raiders, beziehungsweise einem Teil der Hanse Raiders. Wir haben heute am Start den Sinner Sykes. Yo! Baha zockt. Yeah! Und als Special Guest Orki77. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, mir ist gerade aufgefallen, dass wir verdammt viele Steine als Gegner haben. Das sieht noch mindestens einen vorgefällten Team aus. Und ich habe sowas ähnliches wie Grafikbugs hier. Naja, egal. Es ist besser, solche Grafikbugs zu haben, als irgendwie diesen komischen Bug zu haben, dass du nur noch. Pink? Ja. LSD-Leute. LSD. Islander? Siehst. Das stimmt wohl. Irgendwas wahnsinnig Schnelles, wenn die schon bei Kappa sind. Nee, Kappa ist sehr nah bei denen dran. Ja, aber auch das ist aber, sehr schnell. Aber sie haben trotzdem ein schnelles, ja. Ich glaube, bei uns ist Orki der schnellste. Kann sein, ich habe mich erstmal schön verlaufen. Das wir haben hier zwei Handspecks, ein Centurion, ein Dawn Centurion, ein Katapult und unsere beiden Highlander und den einen Stalker da. Das sieht nicht gut aus, also was Geschwindigkeit betrifft. Wenn man leicht sehen, sollte man den fertig machen. Vielleicht sollten wir hier schon mal abkürzen quasi und querfeld einlaufen. Ich habe gerade ein Ziel gehabt? Nee. Aha, da wird schon geschossen. Raketen. Noch niemand. Das ist auch ein Heavy Metal, alles klar. Ja. Und ich glaube, der andere war ein Atlas. Habt ihr noch Signal? Vier Farbe. Stück kommen Richtung D7. Ich werde mit Raketen beschossen. Alter, wie hast du mich denn da noch treffen können? Ich glaube, das war ich. Hier ist ein Nerlovang unter uns. Ja. Ich komme sofort hoch. Also, mal Orki, wisst ihr, sie jedes Mal abgeht wie die AK rennen. Ja. Ich und AK. Bei mir nur weißt die AK rennen. Orki ist der Spezialist für Team Kills. Ich kill ja, sich selbst. Ich hab schon wieder Low Signal hier. Der ja, Rabe tanzt hier wieder rum. Da oben ist einer, Centurion. Gar nicht gut. Gar nicht. Ich sehe den Nerlovang, den Handspeck und den Highlander da. Oh ja, und hier kommt noch ein. Die kommen hier gerade alle auf der D-Linie. Auf 7-Linie. Was verursacht dieses Low Signal hier? Der Rabe. Ein Rabe. Ich glaube, er ist hinter mir. New Target acquired. Ey, ich treffe auch wieder gar nicht. Da ist einer. Müsste ich eigentlich getroffen haben. Zweiter Heavy Metal. Aber jetzt haben wir alle mal Center Force aufgebrochen, die Schweine. Da war ich zu unvorsichtig. Ich habe auch erstmal Performance einbauen. Okay, die nehme ich hier gerade auf der rechten Seite auseinander. Ja, ja, du bist nicht der Einzige, der auseinandergebaut wird. Wie auch immer, die so leicht meinen Center Torso treffen, wenn ich den Rücken zuwende. Ja, ich weiß auch nicht, wie die das manche machen hier. Weil ich treffe diesen Drecksrahmen auch mal gar nicht, ne? Warning, incoming missile. Was macht denn der verdammte Hanshi hier? Nix, also ich Shutdown. Wir hatten AK-20 und Maschinengewehre und Medipulslaser und Mediumlaser. Und schießt sich einen Shutdown. Ja, keine Ahnung, wie er das packt. Ich hab's leider weggehauen. Er trifft ja auch. Eigentlich ist es nur immer die falschen Zonen. Jetzt wird er von der RSS geschossen. Toll.
mich gewundert hat, ist, dass der scheiß Yanglo Wang das überlebt hat, als ich in den reingepumpt habe. Komm schon, der Frack ist fast down, ne? Nee. New target acquired. Okay, damit sind unsere beiden gerade ausgefallen. Tag, ich bin Center Torso Critical. Nicht übel. Wie viel sind wir noch? Nur noch ich oder genau du bist alleine. So, aber das war's dann auch. Ach, was? Das war's. Wie haben die dich denn bitte schon so schnell anvisieren können? Na, schon, wenn ihr einer sieht. Ach Mensch, Wolf. Wir haben das so viele übrig gelassen. Steck doch nicht den Kopf in den Sand, Mensch. Das ist Schnee. Gelber Schnee. Bei mir ist alles sowieso hier ein bisschen grafisch so, naja, nicht so eindeutig farblich zu erkennen, eher so grau. Und Abflug. So, wir haben die Mechs gewechselt, dann momentan sind einfach zu viele Highlander unterwegs gewesen, irgendwie, dass es Sinn machen würde. Kannst du mal aufhören zu quietschen, danke. Nein. Als dass es Sinn gemacht hätte, irgendwie damit noch rumzulaufen und dementsprechend... Wo gehen wir denn hin? Du wirst gleich sehen. Orki hat einen Death Knell. Ja, er hat einen Death Knell. Oder wie er ihn selbst liebevoll nennt, Todesknell. Alter. Alter, leck das hier. Meine Fresse, bei mir jetzt auch. Oh ja. Geht überhaupt nicht klar. Bei mir nicht. Ich zone wie Sau. Gibt's gar nicht. Kram, hier ist erstmal Kappa. Da hätte ich oben langlaufen können, ne? Theoretisch. Das ist aber vom Spiel auch schon Lag Shield reingewirkt, oder wie? Keine Ahnung. Jetzt also, hat's wieder. Nee, es laggt immer noch. Ja, also. Cool, Rubber. Du zonst vor mir her. Ja, das ist cool. Und ich wahrscheinlich genauso hinter dir. Die Scheiße ist, das ist wahrscheinlich total die Zielerfassung. Boah. Hallo? Boah, wo lauf ich denn hier lang? Gibt's gar nicht. Geht überhaupt nicht klar hier. Alter! Wieso flipp ich so durch die Gegend? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Irgendwas haben sie verschlimmbessert im Patch. Das ist natürlich echt ärgerlich, wenn wir gerade hier, Wahrscheinlich hatten sie uns gleich die Server down oder so, um noch einen Hotfix draufzuhauen. Keine Ahnung. Was haben die getan? Tita. Meine Herren. T-Time? Tita. Alter, lahmarschiger Rahmen, geh mir doch mal aus dem Weg hier. Bau dir mal einen größeren Reaktor ein. Gott, ihr leckt ja wirklich ohne Ende. Alter, ich sage das ist echt nicht mehr spielfähig, das und, Game. Und das soll nicht Sinne aus dem Weg gehen, ne, wenn er sich hier durch die Gegend leckt. Aber ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin, ey. Ich folge einfach nur dem Leck hinterher. Es ist so, als wenn ich kleine Mini-Teleport-Schritte machen würde. Ja, bei mir auch. Ich drehe auch teilweise total sinnlos in die falsche Richtung. Das Coole ist ja, wenn du jetzt so rumleckst und dann noch ECM hast, kann ich ja niemanden treffen. Weiß ich nicht genau. Ja, aber du triffst auch niemanden. Das ist meine Befürchtung, dass die Zielerfassung von den Raketen einfach zu langsam sein wird, als dass man damit irgendwas anfangen könnte. Oh ja. Sind hier irgendwelche Gegner da vorne? Offensichtlich nicht, ne? Dann würde ich vorschlagen, biegen wir sofort Richtung Sigma ab und lassen das hier den anderen machen. Welchem anderen? Da ist noch einer mit uns mit. Ich glaube, das ist ein Team rettet uns sehr. Wir sind hier zu führt. Okay. Ich gehe schon mal Richtung Dings hoch, sieht man. Die sind nämlich schon bei nee, sind sie nicht. Lauf mal weiter. So, Täter, ist klar. Okay. Ja, das Team ist tot, also wir müssen das Cap siegen. Ich meine, allein schon mit dem Leck, wenn man nicht. Ich sehe da hinten gefragt. Ja, das ist jetzt natürlich, also die Videos, die wir zurzeit aufnehmen, sind irgendwie dadurch ein bisschen. Ja, und. Ich hätte schöner vorgestellt. Entweder liegt das am Lag oder lebt unser Team noch? Dann hast du vielleicht auch an der Aufnahmesoftware. Nein, unser Team ist hinter uns hergelaufen. Das liegt nicht an der Aufnahmesoftware. Ja, wie gesagt, das hat nichts mit der Rechnerperformance zu tun, das hat mit der Internetverbindung zu tun. Auch das hat nicht wirklich was mit meiner Internetverbindung zu tun. Ja, ich meine mit dem Server. Ich meine, die Internetverbindung ist in Ordnung, der Server ist am Längen. Richtig. Alter, das wird ja immer schlimmer. Ich glaube, der Server schmiert gleich ab.
Thomas in der Richtung kommt da gleich. Nee, am Aufnahmeprogramm liegt das nicht. Wir haben ja jetzt schon weit über 200 Matches insgesamt aufgenommen. Genau, ja, aber das wäre uns. Vielleicht haben sie am Patch irgendwas, an der Grafik-Engine irgendwas gemacht, was genau Probleme wird. Genau. Nein, glaube ich nicht. Auf jeden Fall ist es für unsere... Ich würde mich an den Anweisungen des Mech-Commanders ehrlich gesagt halten. Die sind jetzt bei Gamma übrigens. Also bei unserer Base. Also ja, einfach rüber. Ja, irgendwas in der Nähe von Epsilon. Also ich sehe da zumindest noch Mechs laufen von denen. Ja, ja, wir haben ja eine Anweisung bekommen. Können wir uns doch auch mal dran halten. Ja, aber wir sollten schon Epsilon nehmen. Das ist Raven mit Large Pulse Laserling. Wo? Alpha. Der klappt sich da mit unserem Kollegen gerade, aber ich glaube, der Rabe verliert das. Der Handspeck scheint ihm... Ja, der Handspeck macht ihn fertig. Das ist gut. Was bei Epsilon? Keine Ahnung, was die da gedreht haben wieder. Ja, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich gibt es hier 5 Millionen Heul-Threads im Forum oder sowas. Dann wird sich das wahrscheinlich gleich weiter beheben. Da ist ein Centurion, der dem zu Hilfe gekommen ist. Ich glaube, der braucht jetzt auch gleich unsere Hilfe. Nee, der wirst du niemals schnell genug ankommen, bevor der Typ tot ist. Ja. Er ist bei 42% ist der schon, der sinkt rasend schnell, der ist tot. Der Janowang macht ihn kalt. New target acquired. Wir können das nur noch durch Captain gewinnen. Ist zwar ein bisschen langweilig für unsere Zuschauer, ne, aber... Es ist aber auch mal was anderes. Ja. Ist was anderes. Wir lecken uns hier einfach so einen Sieg. Ja. Naja, jetzt kommt es außerdem zum nach langer Zeit seht ihr dann auch mal. Ja, wir sollten jetzt straight für den um den Kampf zum Kampf gehen, quasi, um die abzuhalten vom Gegencappen. Ja. Aber was ich sagen wollte, nach langer Zeit seht ihr dann sozusagen Wolf und Cinna mal wieder in ihren Kleinen rumflitzen. Jo. Haben wir das nicht vorhin schon gemacht? Gestern gemacht oder vorhin? Ja, aber nicht mit Aufnahme. Ah, stimmt. Oh, guck mal, was da ist. Wolfskin hat mich gerade angeguckt. Oh. Ein Fraktling. Oh, ist noch ein Fraktling. Trotz Sprungdüsen so viel Schaden, alter Falter. Na gut, schrauben wir das Ding auseinander. Okay, ich werde von hinten angegriffen. Alter, ja? Der hat mir das Bein weggezogen. Kill ihn. Oh. Wenn man seinen Rücken ignoriert, dann geht man halt drauf. Dankeschön. Sehr schön gerecht. Ja, der kam links hinter dir hoch und hat schon mal gefeiert. Ja. Ein gegnerischer Zikada. Keine Anzeige von dem hingekriegt. Fuck! Ein sehr schönes Statement. Noob. So, jetzt müssen die Leute noch... Options. Warum? Bei mir war der Armlock irgendwie aktiviert, aber obwohl er gar nicht aktiviert sein sollte. Hm, ich wiederhole mich, Noob. Caplock, Capslock gedrückt. No. Gehen wir mal zum Lagging Sinner. Mach den platt, okay. Nicht stehen bleiben, die sind gut genug, um deine Beine zu zerlegen. Ach Quatsch, die lesen doch gar nicht auf mich. Ja, eben gerade hat mich auch einer das Bein zerlegt. Das war dann mein Tod. Nimm die mal ins Ziel rein, genau. Furchtbar, solche Spieler. Ja. Okay, hab ich doch die ganze Zeit im Spiel. Ziel. Au. Kann ich doch gar nicht sehen, dass es ein Centurion ist. Das Bein. Jetzt vergesst schon wieder fast jede Zone. Was ist das denn für eine alberne Zikada? Schieß nicht auf die Zikada, lass sie erstmal leben. Die macht dir keinen Schaden. Und ja, gewonnen. Gut. Hast du gewonnen. Die hat hier nur Machine Guns. Wie albern ist das denn? Hab naja, ich einen Atlas kritten, gegen Machine Guns. Die kann kritten das ungefähr in einer gefühlten Stunde. Mhm. Ja. Wir sehen uns dann im nächsten Match. Ja, ich hoffe mit weniger Lags. Möglicherweise. Tja, ja.
Da sind wir wieder und hoffen, dass wir ohne Lex vorankommen. Für Ork übrigens, das ist das erste Mal, dass er diese Map spielt. Reactor online. Das kann ja was werden. Na, zumindest in diesem Modus. Nee, ich hab noch nie auf der Map gespielt. Hast du was verpasst mit der Map? Nominal. Noch einen Raben haben wir hier. Ja. Einen Highlander haben wir. Nein, es laggt immer noch. Oh mein. Und zwar massivst. Und einen Awesome haben wir. Also zwei Assaults und sonst nur leichte. Ja, liebe Zuschauer, sollte sich das nicht die nächsten Tage besser mit den Necks, werden wir wohl erstmal ein paar Matches aussetzen müssen, weil so verträgt sich das zumindest mit meiner Vorstellung von qualitativ hochwertigen Videos überhaupt gar nicht. Nee. Außer weil ihr nicht die ganze Zeit nur Capsi gesehen. Ja. Ja gut, das ist mit diesen Necks aber auch nicht anders möglich. Irgendwie. Das ist total daneben. So, Jungs, aber mal zurück zur Taktik. Epsilon und danach Sigma. Welche Taktik? Wir gehen einfach jeden Punkt ab und fertig. Lauf einfach hinter Wolfskin her. Ja, er hat auch den ECM. Ja, okay. Warwood auch, aber... Ich wollte gerade sagen, da ist jetzt... Der Rabe ist lahmarschig. Kein Alleinstellungsmerkmal zurzeit. Mein Gott. Aber an Sinner kann ich sehen, wie ich durch die Gegend lege. Das ist natürlich richtig witzig. Ja, kann ich eben auch an dir sehen. Ja. Meine Fresse, ist das ätzend, ey. Ja, das wird Forge auf jeden Fall das letzte Spiel sein, was wir aufnehmen, weil das macht keinen Sinn. Geht nicht anders. Und weg. Bein schon hier. Das ist geil. Wolfskin läuft auf der Stelle, dann springt er so 25 Meter vor. Ja, fehlt nur noch, dass er auf mir läuft. Oh, das habe ich mit verschmelzen durch den Lag gleich. Also das habe ich schon mit TWK geschafft, die Tage. Jetzt bin ich beinahe gegen die Wand gelaufen wegen dem scheiß Dreckslag. Deswegen stelle ich mein Mech einfach so ein, dass er durchlaufen kann, selbst wenn er laggt. Enemy Cap in Progress. Alter! Okay, wenn ich jetzt so drehe mit dem Lag, dann... Richtig. Hier sogar ich die Orientierung. Vielen Dank fürs Gespräch. Ich richte den einfach so aus, dass ich immer noch weiterlaufen kann, ja, wenn ich lagge. Ja, ich bin nicht gegen die Wand gelaufen, aber das ist ja mein Mech. Beinahe. So beinahe. Ach, du bist gegen die Wand gelaufen. Warum willst du das festmachen? Nur an meiner platten Nase, oder was? Ja. Ich breche überhaupt nicht so komisch, als wenn meine Nase eingehauen wäre. Stehe ich jetzt drin oder nicht? Nein. Gut, jetzt. Dieses Lack gibt mir sowas auf den Sack, das kann ich nicht vorstellen. Ey, alter Verwalter. So, dann sollten wir mal unsere Leute unterstützen, wa? Ja, ich gehe Kappa holen. Macht ihr mal Täter klar. Okay. Aber leck dich wieder nicht gegen die Wand. Ich gönne mir jetzt erstmal eine kleine Äppelmilch. Kann sein, dass der Wolfi hier gerade ein bisschen falsch gelaufen ist. Nein, er läuft auf sein Team zu, wenn man die Map aufmacht. Ja. Wirst du feststellen, dass ich den Weg nehme, der zum Team führt. Ja, und ich renne einfach querbeet ein. Da ist ein Mac, Alpha, auf uns ausgerichtet. Ich weiß nicht, von wem du sprichst, aber wir sind wo ganz anders. Ja, so grob in eure Richtung quasi. Oh ja, sie haben einen Awesome, einen Handländer und LSR. So, dann wartet man eben hier vorne. Nicht reinrennen quasi. Ich will erstmal kurz gucken. Die Raketen gerade an mir vorbei sind. Was haben sie da denn? Sieht Beta. Sieht wie ein... Ja, müssen Centurion sein. Ja, ist einer. Okay, dumm ist, dass die da nicht stehen. Ich hätte gerne die Position, wo sie stehen, weil ich habe einen Airstrike hier auf Lager, den ich gerne loswerden würde. Da hinten, Ziel Caesar, ist auch noch ein Kamerad. Ich habe das ungute Gefühl, dass Awesome und Highlander mir gleich ans Leder wollen, aber irgendwie tauchen die hier nicht auf. Ja, dann lass uns mal eben schnell cappen. Und die rauslocken quasi. New target acquired. Oh ja, dann haben wir hier hinten bei unseren Leuten. Haben wir noch ein Ziel da? Ziel Caesar, den Jenner, den nehmen wir uns als nächstes vor. Wo ist der? Quasi links hinter uns.
Los. Geh weg. Weil die Jungs kommen nämlich hier nach Tedder. Der Horster trifft aber auch gut. Aber er hat nur normale PPKs. Boah, ist das mit dem Leck, das ist Sack. Okay, Highlander und Orson an Kappa. Oh, 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 oh. Fiese Highlander. Der hat ja Augen im Kopf, der Kerl. Sauber. Und weg hier. Wieder. Sitzen sie bei Epsilon und bei Kappa? Warte mal, mit dem Leck kann er mich auch mit LSR zusammenschieben. Ich gehe zu Epsilon. Komm mal mit. Lauf ich mal nach Kappa. Oder wo laufe ich hin? Sie haben eine Spider. Alter, die haben auch eine Menge Leichte. Ja, natürlich. Erwartet. Assaults. Target acquired. Die ist oben rum. Ich kappe. Alter, ein... Gib mir mal Gamma-Krallen. Wenn du kannst, lock sie her. Ich kapp dabei. Oh, hier ist ein Kommando. Die kommen da alle jetzt gerade. Der Jenner dürfte nicht. Der kommt jetzt gleich zu dir. Aber mit dem Lag, da kriegt's sauber. So, Ziel F ist der nächste, den wir annehmen. Alles klar. Falls er so lange lebt. Oh, da war noch ein anderes Ziel dort. Zumindest haben wir jetzt die Majority of the Points. Nicht nur das, wir haben auch gleich die Überzahl an leichten Mechs, was sehr schick ist. Okay, der ist down. Dann zählt Emil, die Spider, der muss weg. Vorsicht. Ziel Dora. Wo ist denn der Spider hin, da hinten? Ja, der Spider ist gut erledigt. Was macht unser Awesome hier? Da. Zieh ihn mit hoch. Hier ist so ein verdammter... Heavy Metal. Genau. Ja, der hat mir eben mit LSR gedeckt, der Sack. Boah! Was ist das für ein Leck? Oh, ein Centurion habe ich rausgenommen. New Target acquired. Der Awesome hat sich vorne öffnen lassen. Ich nehme den Awesome vor. Ich helfe dir. Ich nehme Ziel Heinrich. Unter 90 Metern willst du mich verarschen? Da brauche ich mich nicht mal mit ihm. Sauber. Und ist das da oben letztes Ziel der Handschuhe oder was? Ja. Dann gibt's jetzt auch eine Fresse. Das würde ja sehr geil aussehen, wenn man nicht so viel länger hier hat. Sehr schönes Match. Oh Mann, ey. Alter, aus von 40 Meter Reichweite. Bam, PPK, sie hat vor allem mein Bein hat ein bisschen geblinkt. Was soll er denn sonst machen? Ja. Ja, ich würde sagen, das war schön. Ja. Und wir sehen uns dann bei Matches, wo es dann nicht mehr so viel leckt. Hoffen wir mal. Ja, hoffen wir, in der Tat. Ja. Tschö.